Super, ich kann nur gratulieren in Hutzingen, eine Sensationsleistung. Ich habe Geschichte geschrieben für den österreichischen Fußball. Alles Gute. Ja, und am Ende wurden wir halt mit dem Sieg belohnt und können zur Europameisterschaft fahren. Ich glaube, dass das jetzt noch nicht so bewusst ist, was wir da jetzt wirklich geschafft haben. Das wird uns vielleicht dann erst in Italien dann vor Augen geführt, wie groß dieses Turnier dann im Endeffekt wirklich ist. Ja, unbeschreiblich. Ja, ich kann sagen, dass ich vor 6 halt nicht daheim bin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch nach dem 1-0 in Griechenland nicht diese Überzeugung gehabt, dass wir das hundertprozentig schaffen können, weil die Mannschaft von Griechenland gut war. Ich war nicht mehr der Meinung, dass das 50-50 oder 60-40 ist. Aber wie die Mannschaft auftreten muss und wie sie immer gesagt, wir schaffen das und wir schreiben Geschichte. Das war das, was ich der Mannschaft im Prinzip immer versucht habe einzugeben, dieses Selbstbewusstsein, das manchmal gefehlt hat. Als Teamchef war eigentlich mein Traumberuf immer. Muss ich auch sagen, auch als Vereinstrainer. Thank you.
Ja, nach dem 1-0 ist uns, glaube ich, allen ein Stein vom Herzen gefallen. Also, weil ein 0-0 zu halten wär wirklich schwierig gewesen über 90 Minuten lang. Ich glaube, alle waren schon irgendwie darauf eingestellt, dass wir es jetzt schaffen und nur auf den Pfiff warten. Von dem her war es natürlich ein irrsinniges Befreiungsgefühl und auch ein irrsinniger Druck, sage ich mal, der irgendwie abfällt. Wir sind jetzt die Ersten, die es geschafft haben und von dem her ein unglaublich geiles Gefühl. Der ganzen Mannschaft gratulieren, dass wir über 90 oder 95 Minuten lang die Griechen so wirklich gut vorweg vom eigenen Tor gehalten haben und eigentlich wenige Chancen zugelassen haben. Den Spielern ist schon bewusst, was sie da geschafft haben, aber eines ist klar spürbar, dass hier wirklich einer für alle und jeder für jeden in die Bresche springt und nach vorne geht. Und das hat man auch heute sehen können. Den unbändigen Willen, dieses Ziel zu erreichen. Und ich kann wirklich nur von Herzen gratulieren. Freude und dieses Schaffen, dass man das als erste Mal auf österreichweiter Ebene macht, natürlich sicher eine sehr, sehr große Freude ist. Ich muss aber schon dazu sagen, es ist kein Titel. Mein erster Titel, der Kapsigmin GRK, der hat mich geprägt, weil das mein Verein ist. Aber ich würde ihn in die gleiche Position stellen. Das war eigentlich für uns alle ein Traum, dass wir es schaffen zu EM. Und heute sind wir halt nur 90 Minuten marschiert und haben es zum Glück geschafft. Bitte! Wir geben niemals auf. Also wir haben gewusst, dass das rechnerisch noch möglich ist, dass wir ins Playoff kommen. Und heute, wie gesagt, wirklich Top-Leistung von der ganzen Mannschaft über 95 Minuten. Wir alle, also wie jeder für einen anderen da war, wie wir gekämpft haben, das ist unglaublich und das zeigt von Charakter einer Mannschaft. Und jetzt freut mich einfach, dass wir jetzt zur Europameisterschaft fahren können und diesen Sieg noch feiern können. Ich freue mich total für die Spieler. Also für mich ist das so was Schönes, dass die Spieler mal belohnt werden, dass sie mal auch im Rampenlicht stehen. Das gefällt mir sehr. Die Dummheit hin zum Himmel schreit. Ich steh zu dir bei Licht und Schatten jederzeit. Da kann man machen, was man will. Da bin ich her, da kehr ich hin. Da spitzt das Eis von meiner Seele. Wir voller Ketscher im April, hab immer schon vergessen hab. Stop.